Lil, heute geht's mal um ein kompliziertes Thema, obwohl es eigentlich gar nicht so kompliziert ist. Es geht um Race Condition. Hierbei geht es nicht um die physische Kondition einer außerirdischen Rasse aus Atlantis, sondern wir finden des Öfteren mal Hinweise auf Race Condition in Bugs oder in der Aktualisierungsverwaltung, dass es da ein Update gibt, weil es gab eine Race Condition und wie auch immer. Was ist denn das? Das ist was Programmiertechnisches. Das hat was damit zu tun, dass zwei Programme gleichzeitig an einem Datensatz herumfuhrwerken und es dabei zu Problemen kommt. Und heute zeige ich mal unter Lazarus, wie sowas aussehen kann. Gut, im wirklichen Leben kennen wir sowas auch, nicht? Aus der Schule. Wir schreiben eine Klassenarbeit. Der Lehrer teilt die aus. Wir gehen schnell aufs Klo und sagen, Entschuldigung, ich muss mal schnell auf die Toilette. Und während ich auf der Toilette bin, fällt dem Lehrer ein, ach, Entschuldigung, das war doch für die Klasse B, ihr seid doch die Klasse A. Teilt neue Klassenarbeiten aus und ich schreibe dann, wenn ich von der Toilette wiederkomme, die Antworten von der falschen Klassenarbeit auf. Und das Ergebnis ist klar, 6 Sätzen. Gut, so ähnlich ist das hier auch. Ich habe das hier mal in einem kleinen Programm unter Lazarus gemacht. Und zwar sieht es folgendermaßen aus. Ich habe hier, um das mal so ein bisschen zu simulieren, zwei Timer, die jetzt stellvertretend entweder für zwei verschiedene Programme oder zwei Subroutinen in demselben Programm stehen. Und die konkurrieren so ein bisschen miteinander, ne? Die Timer werden ja aufgerufen nach so und so vielen Sekunden, kann ich ja festlegen, hier in dem Beispiel 4 Sekunden, der Timer 2 auch 4 Sekunden. Gut, und die machen irgendwas. Die entsprechenden Routinen, die mit dem Timer verknüpft sind, hier zum Beispiel für Timer 2 und Timer 1, die machen irgendwas. Die greifen in dem Beispiel beide auf die globale Variable x zu, die ich mal hier global definiert habe. Die steht jetzt mal stellvertretend für einen Datensatz oder ähnliches. Und diese globale Variable x wird von beiden bearbeitet. Und zwar zeitgesteuert, hier in dem Beispiel, um mal so eine Race Condition zu provozieren. Gut. Die Funktion Timer 1 Timer wird aufgerufen nach 4 Sekunden, liest dann die Variable x in eine lokale Variable, die es nur im Timer gibt, ein, erhöht die um 1 und schreibt die globale Variable mit dem Wert von a. Und dann rufen beide Prozeduren Timer 1 und Timer 2 jeweils eine Print-Routine aus, die dann nochmal sagt, das war jetzt der Timer 1, der hat dran rumgefummelt und gibt dann x-Wert aus, oder es war der Timer 2, der hat rumgefummelt und gibt x aus. Die beiden Timer machen hier Folgendes: der eine zieht was ab und der eine addiert was dazu. Wichtig dabei ist, dass man quasi einmal einen Zugriff hat auf hier die Variable, die für beide Funktionen zugänglich sind, beziehungsweise Prozeduren zugänglich sind. Das wäre jetzt mal unser Datensatz x. Das könnte eine Datei sein, in der was steht, oder eine Datenbank, oder halt wie hier im Programm eine Variable. Die wird von beiden benutzt. Ja. Und beide Funktionen machen was damit. Die Funktion erhöht die und schreibt dann später die globale Variable wieder mit dem Wert von a, und die macht dann später, beschreibt den Wert mit b. Nun funktioniert das auch alles wunderbar, wie hier im Programm gedacht. Der Timer 1 wird hier eigentlich zufällig als erstes immer aufgerufen, erhöht den Wert um 1 und der Timer 2 zieht wieder 1 davon ab. Gut, zum Start des Programms ist x gleich 0, der Timer 1 wird aufgerufen, zählt 1 dazu, es erscheint die Ausgabe, Timer 1 war jetzt dran und hat x gleich 1 gesetzt. Dann kommt der Timer 2 dran, der zieht wieder 1 ab, setzt x wieder auf 0. Also erwarten wir hier immer wechselseitig Timer 1, x gleich 1, Timer 2, x gleich 0. Und das funktioniert auch wunderbar. Ich starte mal das Programm. Und wir sehen, nach 4 Sekunden wird hier was tun. Timer 1 sagt, x ist 1, Timer 2, x ist 0. Nach weiteren 4 Sekunden setzt der Timer 1 das wieder 1, Timer 2 gleich 0. Das funktioniert hier wunderbar und störungsfrei. Wobei das eigentlich mehr oder weniger Zufall ist, dass der Timer 1 jetzt beim Programmstart der erste Timer war, der aufgerufen ist, aber der Programmierer hat das ja überprüft, funktioniert prima. Gut, was aber
Was aber passiert, wenn zum Beispiel der Timer 2 liest die globale Variable ein, x, wird jetzt hier aufgehalten durch irgendetwas. Der Timer 1 kommt wieder zum Zuge, zum zweiten Mal, erhöht schon wieder, und der Timer 2 schreibt dann verspätet erst seinen Wert. Dann kommt das Ganze aus dem Takt. Ich simuliere das hier mal. Ich mache mir eine zweite Variable n. N soll jetzt eine Zufallszahl sein. Random. Machen wir eine große Zahl, damit es auch länger dauert. While n größer 0, do in end. Wie gesagt, das soll jetzt mal stellvertretend für irgendetwas sein, das den Timer 2 aufhält. Das könnte zum Beispiel eine Aufräumaktion auf der Festplatte sein, wenn x jetzt kein Wert hier im lokalen Programm ist, sondern eine Datei. Da wird der Timer 2 oder das Programm 2 aufgehalten, muss erst warten, bis die Festplatte aufgeräumt ist, der Virenscanner fertig ist oder sonst irgendwas. So. Hier zähle ich einfach mal einen Wert n runter. Und während er den Wert runterzählt, werden die Nachrichten, die das Programm sendet, weiter bearbeitet. Das macht eigentlich nur das. Das hier steht stellvertretend für eine Störung, die zwischendurch auftritt, die die beiden Timer aus dem Takt bringt. Wir schauen uns mal an, was dann so passiert. Vorher war es immer 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, wunderbar, 1. Aha, Timer 1, x gleich 2. Das wäre hier eine Race Condition. Hier ist was passiert, hier wurde das Programm gestört, hier kam zweimal der Timer 1 zum Zuge, weil das Programm oder der Timer Nummer 2 zwischendurch aufgehalten wurde. Dadurch war der Datensatz noch nicht geschrieben. Hier in dem Fall hat ja die Variable b den aktuellen Wert von x angenommen. Jetzt wurde es aufgehalten. Ja, das Programm wurde aufgehalten. Inzwischen wurde x verändert. Hier hat er gesagt, a gleich x, erhöhe a und x wieder a. Das heißt, die globale Variable x hat jetzt zwischendurch schon einen anderen Wert angenommen. Von dem weiß aber dieser Programmteil nichts. Der hat sich ja in der Variable b den Wert von x gemerkt, den alten Wert. Und jetzt, nachdem er hier fertig ist, kommt von der Toilette wieder, schreibt's hin, setzen 6, leider nicht bestanden. Das wäre ein Beispiel für eine Race Condition. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben, verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss.